Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotagebucheintrag vom Fachwerker. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es geht direkt in den Anschluss weiter vom letzten Video. Sprich, wir sind immer noch in der Mitte ungefähr vom März. Wie ihr seht hier auf dem Bild, das war der letzte Meilenstein, dass wir die zweite Fachwerkwand praktisch, also das Fachwerk restauriert hatten und jetzt das eben noch untermauert werden musste. Und ja, da wollen wir an dieser Stelle dann auch direkt einsteigen. Ja, eigentlich sollte diese Auffahrt ja schon längst tiefer gelegt sein. Jetzt ist es endlich soweit. Damit mussten wir auf jeden Fall anfangen. Da wir jetzt im Haus ja immer tiefer schachten, mussten wir jetzt auch draußen tiefer schachten, damit wir da nicht, damit wir möglichst ebenerdig rein und rauskommen. Mit meinem Duo Dumper und Bagger war das jetzt nicht ganz so anstrengend, konnte man gut baggern, war aber doch relativ viel zu tun, also hätte ich nicht gedacht. Interessante Fundstücke waren auch wieder zu finden. Hier ein schöner Kotflügel von einem Hanomag-Trecker. Interessant, was man alles so findet. So sieht das Ergebnis aus. Relativ flach kommt man jetzt rein vom Hof da oben durch die Tür. Ja, das ist, denke ich mal, für die zukünftigen Arbeiten enorm wichtig als Vorarbeit. Ja, und dann durfte es innen so richtig zur Sache gehen. Hier ist unser zukünftiges Esszimmer. Da habe ich dann weitergemacht, den Boden rauszukloppen, weil wir letzten Endes, also das Ziel ist hier, das nächste Fundament zu ziehen, damit wir da Stützen hinstellen können. So, dafür musste auch einiges raus. Wieder der berühmte Mischmasch aus Steinen, Lehm, Erde und sonst was. Also man sieht hier, das waren einige Tonnen gemischt, Bruchstein, Backstein, weiß der Teufel was. War gut zu tun, das war auch selbst mit Bagger ziemlich anstrengend, das alles da entsprechend rauszuholen. Aber letzten Endes haben wir es denn geschafft. Wie man sieht, hier bin ich schon ein ganzes Stück. Auch hier die bereits gewohnten ca. 50 bis 60 cm. Hier sieht man das neue Anschlusskabel für die neue Hauptverteilung. Die musste natürlich auch in das neue Fundament. Ja, und hier habe ich nochmal ein kleines Video von draußen. Also letzten Endes ist es jetzt drin schon ausgebaggert. Und ich habe mich jetzt dran gesetzt draußen mit meinem Bagger, den Schotter, mit dem Dumper dann praktisch reinzufahren. Und man sieht halt die Kombination Bagger, Dumper, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat sich wirklich gut bewährt. Wir können den Schotter mit dem Trecker ranholen, einfach auf den Hof schütten. Mit dem Bagger schaufelst du dann alles in Dumper. Und mit dem Dumper kannst du den ganzen Scheiß dann reinfahren. Hier sieht man auch, warum wir die im Prinzip das tiefer legen mussten, damit wir eben da vernünftig mit dem Dumper rein rauskommen. Ebenso mit dem Bagger, sonst hätten wir uns da einen Arsch abgebrochen, weil da eine riesen Kante gewesen wäre. Letzten Endes ist das ganze Ding jetzt ja einen halben Meter tiefer als vorher. Und das muss man natürlich auch bei den Zuwegen dann so ein bisschen beachten. Ja, so hier kann man wunderschön sehen, also das sind locker 4 Schubkarren, das ist schon ganz schön viel Schotter, muss man ganz ehrlich sagen, was man in so einen Dumper da reinbringt, und das hilft einem schon wirklich enorm, Leute, das ist, ich kann es nur immer wieder betonen. So, schwuppdiwupp ist der Schotter drin. Na, hier sieht man schon, dann haben wir das ein bisschen verdichtet. Das Kabel soll in die Bodenplatte, ne? Also das haben wir nicht in den Schotter gelegt, das, wie man hier sieht, durch die Schalung, das haben wir also durch das Fundament gelegt. Und dann kann im Prinzip der Beton kommen. Diese Fläche haben wir selbst betoniert. Draußen angemischt die ganze Zeit, immer einer reingefahren und so weiter. Und dann zum Schluss, wenn dann der ganze Beton drin ist, dann eben mit diesem, keine Ahnung, was das für ein geiles Gerät ist. Ja, aber mit dem Ding kann man dann praktisch die Lufteinschlüsse oder was dann da rausblubbern. Ist ziemlich witzig. Also aus einer unsteten Oberfläche wird mit dem Ding dann letzten Endes eine schöne glatte Oberfläche, und man hat wohl auch keine Lufteinschlüsse im Beton und so weiter. Also das ist so ein Ding, was du als Privatmann in der Regel nicht am Start hast. Ja. Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen, wie ich finde, und jetzt muss das nur noch trocknen, und dann hat man eine neue, ja, einen neuen Teil der Bodenplatte. Und damit konnte das dann weitergehen an dem Fachwerksbereich. Das heißt, wir haben dann angefangen, da noch diese seltsame Wand abzureißen, die auch eigentlich nur noch aus Mitleid da gestanden hat. Da konnte man komplett drunter hergucken. Also unfassbar, was wir da, dass diese Wände überhaupt noch irgendwie standen. Naja, die haben wir da jedenfalls dann rausgekloppt. Letzten Endes soll das ja auch dann durch was Modernerem ersetzt werden. Auch hier wieder die Freunde der dreischaligen Bauweise an dieser Stelle. Ja, da zählen wir 3 Mauern voreinander. Ja, hier ist dann die Fachwerkwand, das kann man ein bisschen schlechter erkennen, aber da steht die Wand schon komplett, da sind die Stützen raus. Premiere dann für die Wand, die steht dann eigenständig.
Und dann haben wir angefangen, in dem anderen Bereich abzustützen. Dafür haben wir ja auch das neue Fundament gebaut, um dann ja letzten Endes den Bereich vorzubereiten, um da diese Mittelwand dann rausnehmen zu können, schlussendlich. Hier dann mal eine kleine Panoramaaufnahme von der Dele aktuell, also rechts und links. Die Wände stehen schon wieder ohne Stützen. Im hinteren Bereich, vorderen Bereich hat noch nicht, wie man sieht. Das ist jetzt der Platz, den man braucht, um diese Fläche auch zu schottern. Das sieht ein bisschen abenteuerlich aus, aber es geht halt nicht anders, wenn man das so stützen muss. Und gut, da fahre ich den nächsten Schotter rein. Immer wieder Schotter. Auch hier Dream Team, Dumper und Bagger haben mir da auch sehr geholfen, wie immer. Das ist dann der Stück vor dem, ja, vor dem Deleneingangs- oder Delenfenster in Bereich Richtung Esszimmer und dann eben die andere Richtung muss noch freigelegt werden. Hier haben wir es jetzt auch, die Wand ist raus und wir mussten das dann abstützen. Ja, und diese alte Betonscheiße, die muss eben auch raus. Das war dann hier auch eine recht, ja, mühselige Aufgabe. Mit meiner Makita habe ich das ganze Ding da klein gewämst. Und dann mit dem Bagger, den ich da auch übelst reingezirkelt habe. Ich zeige euch das mal. Also das darf man echt nicht unterschätzen, auch wenn das so ein kleiner Spielzeugbagger ist. So ist er dann doch, wenn man in einem Haus rumfährt, hat er dann durchaus doch dann irgendwie eine Größe. Und man muss halt sehen, wie man hier, ja, jetzt haben wir diese zwei Stützen da aufgestellt und ja, wie man den da praktisch erstmal durchbekommt, ohne aber gleichzeitig vorne mit dem Arm die Tür kaputt zu kloppen und so weiter, muss aber gleichzeitig hier mit dem Arsch rumkommen. Also das ist schon so ein bisschen Geeier, ja. Und da muss man, ja, ich muss da jetzt hier hinten in diese Ecke. Ja, wie gesagt, man sieht es. Also das Fahrwerk habe ich da ja noch auf schmal, damit ich da besser durchkomme. Dadurch kippt der natürlich auch ein ganzes Stück schneller. Aber naja, ich hatte das mir so vorher überlegt, dass das schon irgendwie passen könnte. Und naja, muss man mal probieren, ne? Da muss ich irgendwie von dieser Bodenplatte da hinten runterfahren. Da fahre ich jetzt den Arm nach vorne, dass mir den nicht nach hinten wegkippt, der Bagger, weil es da halt dann runtergeht. Um den Schwerpunkt eben weiter nach vorne zu verlagern, kann man das mit dem Bagger dann machen, dass man den Arm so lang macht, dass man auch so sicher sein kann, der macht jetzt keinen Schlag, keinen Überschlag nach hinten hin. Nicht, dass man dann nachher drunter liegt unter dem Teil. Und dann schön langsam über die Kante, schön langsam mit Gefühl und dann, bopp, da fliegst du fast von dem Ding runter. Ja. Aber das war im Prinzip das, ja, etwas Gefährlichere. So, wenn man da erstmal dann runter ist, wenn der Bagger wieder unten auf dem Boden steht, dann ist alles cool. Ja, da muss man nur sehen, dass man den Arm da wieder durchkriegt, dass man da keine Stütze weghaut. Das wäre ein bisschen ungünstig. Und dann, ja, den da irgendwie durchzirkelt, dann durch die Stützen, um die Ecke, dass man da einmal reinkommt in ja, finale Position, wo man ihn dann braucht, ne, an dieser Stelle. Also das ist auch tatsächlich eine Sache, wo man durchaus schon ein bisschen Übung haben sollte. Also ich bin jetzt kein Profi, kein Baggerfahrer, aber dadurch, dass ich jetzt ja schon ein paar Monate mit dem Ding durch die Gegend cruise, hat man da so ein bisschen Gefühl für, was eben funktioniert, was nicht funktioniert. Und eben mit so einem Ding zwischen den Stützen da rumzukaspern, da muss man schon so ein bisschen gucken. Das sollte man nicht unbedingt am ersten Tag machen. Und das ist zum Beispiel auch ein Problem, wenn man sich so einen Bagger ausleiht und da keine Ahnung von hat, aber genau diese Arbeit praktisch machen muss. Ja, man hat das Ding noch nie gefahren und muss aber jetzt mit dem Teil in sein Haus da in so eine Ecke zirkeln. Dann ist das eben echt gefährlich, ja. Von daher, wenn ihr euch in so einen Bagger ausleiht, habt da keine Ahnung von, dann leiht euch besser einen Bagger aus mit Fahrer. Das ist immer besser. Ja, sonst, wenn ihr da die Stützen weghaut und da bricht euch dann irgendein Träger runter, weil das eben, ja, die Stützen haben ja einen Zweck. Die stehen jetzt ja nicht nur, weil sie gut aussehen, ne? Ja. So, okay. Jetzt habe ich das Ding in Position. Jetzt können wir da anfangen, die ganze Scheiße zu baggern. Auch hier natürlich wieder die beliebte Kombination aus Steinen und Erde. Und ja, das habe ich dann hier mit Dumper. Also ich habe immer gesehen, dass ich die Erde in den Dumper fahre, weil die Erde halt weiter weg muss und die Steine dann per Schubkarre, die muss nur auf die Terrasse, damit ich hier mit dem Trecker Frontlader dann wegfahren kann. Und das war dann hier schon ziemlich viel, weil das auch hier so ein Keller mal gewesen ist. Also an dieser Stelle war das eben auch so eine Kombination. Da haben die früher den ganzen Abbruch, also irgendwelche Backsteine und weiß der Teufel, haben die da halt auch alles nur einfach reingeworfen. Und so hattest du fast nie eine Baggerschaufel, nur Erde. Da war fast immer, waren da Backsteine noch mit drin, sodass du immer vorsortieren musstest von Hand, ja, wie so eine Trümmerfrau, bist du da erstmal durchgestiefelt und hast erstmal die ganzen Backsteine rausgesammelt, um dann eben reine Erde in den Dumper baggern zu können, ja, um nicht ständig vom Bagger springen zu müssen. Da habe ich erstmal schön den Dumper touchiert.
Ja, um dann eben vernünftig baggern zu können. Ja, das war echt. Also das war aber, ist nicht nur an dieser Stelle so gewesen, das war im ganzen Haus so. Ja, die haben überall, wo sie was eingerissen haben, damals die ganze Scheiße einfach nur da liegen lassen, Erde drauf, fertig. Ja. Und das macht dann solche Arbeiten hier echt mühselig. Das Problem war jetzt hier leider nur, dass ich mit dem Bagger nicht weitergekommen bin. Durch die Querabstützungen, also die Eichenholzbalken, die da oben liegen, die sieht man jetzt hier nicht ganz so. Durch diese blöden Balken kam ich da halt nicht in die Ecken. Und das habe ich dann tatsächlich alles von Hand machen müssen. Also von Hand mit Spitzhacke, mit Schippe, mit Schubkarre etc. Da die ganze Scheiße da auseinander dividieren, ja. Und hier sieht man auch schon da irgendwelche alten Steinfliesen und da sind mal Bruchsteine bei, dann sind es wieder Backsteine und ja, das war halt mal irgendwo auch ein Keller gewesen, wo ich da jetzt stehe und entsprechend war das dann für die dann nur noch Schuttablager und dann haben sie da eine Betondecke drüber gezogen und dann war das für die erledigt, ne. Und das war jetzt echt sehr ätzend, da diese Ecken da leer zu kriegen. Das muss halt in Handarbeit passieren. Ich habe das immer, wie man hier sieht, einfach, ich schüppe das jetzt einfach in die Richtung. In die Richtung ist praktisch die Baggerschaufel. Und habe es dann mit dem Bagger dann nachher rausgefahren aus dieser Grube, wenn man so möchte. Ja. Ja, halt alles in Handarbeit an der Stelle. Da musste man schon, da kann ich ja sagen, da hast du hinterher auch so ein bisschen Rücken. Da immer unter diesen Balken und immer in gebückter Haltung, weil du da ja immer tief arbeitest und es war wirklich, ist da an der Stelle war es dann immer ein bisschen anstrengend. Und man sieht ja auch, was da für ein Scheiß an Tag kommt, ja, also wirklich alte Backsteine und noch Reste von der Mauer noch richtig und dann wieder Bruchsteine und da waren auch so wirklich elendig viele Betonbodenfliesen drin. Ja, naja, und das alles denn da drunter, wie gesagt, ist nicht schön gewesen, das alles da rauszuzirkeln. Da bist du ein bisschen am Gange. Aber gut, man kommt ja mit jedem Spatenstich vorwärts an der Stelle. Dann musste ich noch an der einen Seite, war noch ein Rest von so einem Bruchsteinfundament. Da die Steine, das hat sich eigentlich ganz gut bewährt mit der Makita, mit dem langen Meißel. Immer dazwischen gehen und dann kriegt man die eigentlich recht gut auseinander. Problem ist dann meist nur, dass die echt groß sind zum Teil und dadurch natürlich recht schwer. Und da muss man eben sehen, wie man die dann da so ein bisschen rausgehebelt kriegt und so weiter. Naja, diese Steine, also selbst so kleine, jetzt das sieht nicht groß aus, da das Ding, was da gerade runtergefallen ist, aber die sind schon echt schwer, ja. Also so Bruchsteine. Wer sowas mal angehoben hat oder mal bewegt hat, der weiß das. Die nimmst jetzt nicht einfach so unter den Arm oder so und rennst, machst dann mit einem 100-Meter-Lauf. Ne? Also die sind schon echt schwer, recht kompakt halt. Ne? So, und da musst du eben die Mauer, ja, ich beschleunige jetzt mal hier so ein bisschen, die Mauer ja noch weg, weil da will ich ja schließlich noch einen, da muss das Fundament ja auch weitergehen, die Bodenplatte. Und ja, da habe ich das noch abgetragen, weil da sowieso nichts mehr ist. Konnte das praktisch auch weg. Das ist so gesehen eine alte Innenwand gewesen jetzt von dem Keller, wenn man so möchte, ja, die da jetzt weichen musste. Jetzt können wir uns das hier noch so ein bisschen im Zeitraffer angucken. Ist ja manchmal auch ganz lustig, den Leuten einfach nur beim Arbeiten zuzugucken. Ja, das ist jetzt etwas beschleunigt, das sieht man ja hoffentlich. So schnell geht's leider in der Realität nicht. So, aber naja. Und ja, nachdem ich diese Wand da, man sieht, da hinten geht es ja wieder hoch mit der Erde. Danach musste diese Erde auch noch raus. Und das war richtig kompakte Lehmscheiß. Kacke da, das war auch richtig übel. Da musst du dann richtig mit der Spitzhacke bei und das geht übrigens mit dem Meißel auch. Ja, man kann also mit einem breiten Meißel diesen Lehm auch ganz gut auseinanderfahren. So, das Ergebnis sieht dann ungefähr so aus vorm Vlieslegen. Ja, alles raus, alles weg. Dann den Vlies da rein oder Geotextil, wie man es nennt. Da rein und dann anschließend den Schotter wieder, ja. Hier muss ich auch, habe ich wieder nicht ganz aufgepasst. Mit dem Dumper kam ich nicht ganz drunter unter diesem Balken her, musste ich das von Hand ein bisschen verteilen. Aber naja, gut, ist alles machbar. Endergebnis sieht dann so aus und ja, die nächsten Arbeiten, die jetzt anfallen, sind dann praktisch die Schalungen dann da vorbereiten. Und das denke ich, hier sehen wir den Beton-LKW. Ich denke, das können wir als guten Ausblick fürs nächste Video nehmen. Damit kann das dann hier jetzt, würde ich sagen, machen wir hier erstmal Feierabend und würde sagen, dann danke ich euch allen fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video, Tagebucheintrag, wieder. Bis denn. Ciao, ciao.